Das ist Elli. Und das ist Cosmo, die Computermaus. Diesmal, wer ist das? Unbekannte im Netz. Elli macht Ferien. Aber was ist los mit ihr? Sieht aus, als hätte es sie richtig schwer erwischt. Sogar ihren Rucksack samt Cosmo lässt sie liegen. Elli ist in Gedanken ganz woanders. Klick, klick. Der Inselchat ist jetzt das Wichtigste. Und ein bestimmter Kontakt. Elli kennt den Jungen nur aus dem Chat. Jetzt aber will er sie zum Eisessen treffen. Cosmo ist eifersüchtig. Erkennungszeichen? Paradiesbecher. Toll. Puh, ganz schön teuer. Egal. Elli wartet und wartet und wartet. Der Junge vom Strand. Er hört sich Ellis Geschichte an. Auch Cosmo macht eine Bekanntschaft. Elli und ihrem neuen Freund Bob fällt plötzlich etwas auf. Der Ladenbesitzer verdient ganz schön viel Geld mit seinen teuren Paradiesbechern. Und seine Kunden sind alles Mädchen. Elli ist auf einen Betrüger reingefallen. Den hübschen Jungen aus dem Chat, den gibt es gar nicht. Rache. Elli tut jetzt ganz ahnungslos und lockt den Fiesling in eine Falle. Sie verabredet ein neues Treffen, wieder mit Paradiesbecher. Cosmo legt noch einen drauf. Super, mit Schirmchen und Deko. Der Chatbetrüger fällt auf die List herein. Jetzt zieht Ellis Freundin die gleiche Nummer durch. Informiert alle Mädchen im Forum und löst im Chat eine Welle aus. Alle machen mit und verabreden sich mit dem Betrüger auf einen Paradiesbecher. Es klappt. Er ist drauf reingefallen. Die Kinder wollen ihn nun so richtig schwitzen lassen. In der schattenlosen Bucht. Blöde Bandiere. Der lockt keinen mehr mit gefälschten Fotos in seine Eisdiele. Bob hat eine Strandparty für den Inselchat organisiert, damit sich alle mal persönlich kennenlernen. Und Cosmo?
der findet die Party auch ganz gut.